Ja, hallo, wir sind das Bockfrosch-Team von dem Projekt Blanke Kind. Vielleicht einmal ganz kurz. Kinga Röder de Jung. Künstlerin. Julia Windisch, Theaterpädagogin. Ulrich Abel, ich bin einfach nur Verein Bockfrosch. Ja, und ich bin René Völker und ich bin Künstler aus Enschede und wir machen Holzwerkstatt hier. Wir machen ein Projekt, das heißt Blanke Kind, von Bockfrosch aus. Bockfrosch ist das Projekt mit der Roten Feuerwehr, kennt vielleicht der eine oder andere in der Grafschaft. Und wir konzentrieren uns in diesem Jahr auf die Blanke und wollen die kulturelle Identität der Blanke herausarbeiten. So ein bisschen als, ja, was gibt's hier, wer wohnt hier, was haben die Leute alle so drauf, was machen die? Und die Idee ist, dem Ganzen ein Forum zu bieten und am Ende des Jahres wird es ein großes Kulturfest geben auf dem Blankeplatz. Und währenddessen wir das vorbereiten, sind alle herzlich eingeladen und da haben wir verschiedene Aktionsformen, verschiedene Programme. Genau. Zum Beispiel Theater. Theater, jeden Mittwochnachmittag von 14.30 Uhr bis um 15.30 Uhr. 16.30 Uhr? Von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und da kann man Musik, Theater und Tanz machen und wir arbeiten wöchentlich, um am Ende auf dem Blankeplatz am 3., 4. Oktober bei dem großen Event, das da stattfinden wird, was aufzuführen, was zum Präsentieren zu haben. Da gibt es ein Kunstprojekt? Ja, die Kunstwerkstatt und die ist jeden Dienstag zwischen 2:30 und 4:30. Und wir wollen zusammen ein Gesamtkunstwerk entstehen lassen, das auch auf dem Blankeplatz präsentiert wird, zusammen mit Theateraufführungen. Und wir suchen so viel wie möglich Einwohner aus der Blanke, die sich daran beteiligen. Genau. Und jeder kann mitmachen, egal welches Alter. Also die Jüngsten sind gerade so 9. Aber man kann auf jeden Fall bei Interesse einfach so dazukommen. Wir suchen Leute, die Geschichten zu erzählen haben, die sich mit irgendwas, was sie besonders gut können, einbringen. Und jeder kann irgendwas besonders gut. Genau. Und dann gibt es noch die Holzwerkstatt? Die Holzwerkstatt, ja, das machen wir. Und das machen wir jeden Dienstagmorgen, fangen dann um 10 an bis 12. Und wir fangen dann an mit das Bauen von diesen Häuschen. Und dann machen wir ein schickes Stück davon. Und wir brauchen da Leute, die da mithelfen. Und da muss auch irgendwo was in die Häuser gemacht werden aus Holz. Und wenn sie dann sich damit auskennen, dann werden sie herzlich eingeladen von uns. Und dann haben wir ja noch das Roxy-Kino hier, das alte Kino. Und hier werden regelmäßig dann kleine Veranstaltungen stattfinden oder wir zeigen vielleicht mal Fotos, die Leute uns bringen. Wie sah es früher in der Blanke aus? Wie sah das Leben früher in der Blanke aus? Oder wie sah das Leben auch da aus, wo man vielleicht hergekommen ist und dann in die Blanke gezogen ist? Und ja, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und nicht zu vergessen, wer selber aktiv ist hier auf der Blanke, zum Beispiel in einem Verein oder anderweitig, hat die Möglichkeit, sich hier temporär zu präsentieren. Wir werden einen weißen Kasten im Schaufenster haben und da kann man sich ausstellen und ausstellen, was man so macht, was die Arbeit ist des Vereins oder von einem selbst. Ja, wir suchen also ganz normale Leute aus der Blanke, die Bock haben, was zu machen, was zu zeigen, die vielleicht auch mal, was weiß ich, hier auf der Bühne stehen wollen und oder was gebastelt haben oder die ihren Vorgarten so geil finden, dass wir den mal präsentieren sollen. Und die können sich alle bei uns melden unter www.bockfrosch-kultur.de. Das ist die Bockfrosch-Adresse und wird auch eingeblendet, glaube ich. Oder unter der Telefonnummer 05921 7819. Nee. Du schneidest das ja, ne? Ja, genau, sehr schön. So, und wir starten jetzt richtig durch. Lasst euch überraschen, ihr werdet in nächster Zeit ganz viel von uns hören. Bis dann.